Servus, du suchst eine neue Party-Shisha, die du überall mit hinnehmen kannst, dann ist die Goose vielleicht was für dich. Warum die so ausschaut wie eine Bong und wie sie funktioniert, das zeige ich dir jetzt im Video. Bleib dran. Von den Goose besitzen wir aktuell vier verschiedene Modelle. Zum einen die Goose One Classic, die ist eben in sehr schlichter zylindrischer Form gehalten. Die Goose One Twist, das ist diese hier, die ist eben einmal eingedreht, und die Goose One Curved, die ist oben einmal abgeknickt. Zudem haben wir noch eine Goose Glance, das ist also eine Special Edition, eine Limited Special Edition. Die ist nämlich aus richtigem Glas, im Gegensatz die anderen drei sind aus Plexiglas, dadurch deutlich bruchsicherer. Und das schöne Stück hier ist sehr hochwertig, kommt auch in einem schönen Holzkoffer und ist limitiert auf insgesamt 500 Stück. Um mit der Bong-Shisha der Goose zu rauchen, müssen wir erstmal den Kopf zusammenbauen. Und wie das geht, zeige ich dir jetzt. Und zwar haben wir hier einmal den Silikonkopf. Dazu wird ein Tonring geliefert. Der sorgt eben für eine bessere Hitzeverteilung im Kopf. Der wird dann einfach hier reingelegt. Dann kann man hier ganz normal den Tabak reinfüllen, bis ungefähr auf Höhe von diesem Loch. Dann haben wir hier so ein Kohleblech. Das legen wir dann einfach hier rein. Da ist also eine Aussparung. Da passt es wunderbar rein. Dann fällt der Tabak auch nichts mehr raus. Das ist ganz cool. Dann haben wir hier noch ein Kohlegitter. Das legen wir dann hier noch auf das Blech mit oben drauf. So. Dann hier diesen Windfang, diesen Windschutz. Einfach hier schön feste drauf und schon kann da auch nichts mehr rausfallen und ist somit sicher. So. Hier haben wir das Tauchrohr, das ist auch Chillum genannt. Das wird dann hier reingesteckt. So, man braucht auch keine weitere Dichtung mehr, das hält also vollkommen dicht. Hier in der Goose selber haben wir auch schon eine Dichtung drin, die kann man also auch für die Reinigung rausmachen und dann wieder rein. Da stecken wir den Kopf dann einfach durch. So, schräg von oben. So tief rein, wie wir den wollen. Ruhig bis zum Anschlag. So, dann geben wir hier einfach die Kohle rein. Eine 26er oder 28er Kohle passt da wunderbar rein. Und zum Anrauchen definitiv würde ich dann den Windschutz oben, also den Deckel, noch draufsetzen. Wenn der Tabak ein bisschen mehr Hitze braucht, gerne auch drauflassen. Wenn man draußen unterwegs ist, auch. Und ansonsten bitte mit einer Zange wieder runterheben. Denn ja, das Ding wird ziemlich heiß, weil es direkt am Kopf sitzt. Das Wasser wird ungefähr hier bis auf Höhe von dem Gummi, also Unterkante Gummidichtung, gefüllt. Und dann nimmt man die einfach so in die Hand. Oder wie auch immer, wie man es halt gerne in die Hand nehmen möchte. Ja, und dann kann man damit rauchen, ne? Mund hier oben draufsetzen und dann einfach ordentlich durchziehen. Preislich liegen wir bei der Goose One Classic Variante bei ca. 120 Euro, die Curved und Twist Variante bei ca. 150 Euro und die Limited Edition Glass auf ungefähr 250 Euro. Was meinst du? Findest du, Bong-Shishas sind eine gute Idee? Würdest du selbst auch mal eine rauchen? Oder bleibst du dann doch lieber bei den klassischen Modellen? Schreib's uns doch mal bitte in die Kommentare. Lass uns auch gerne mal ein Like oder ein Abo da. Und ansonsten bin ich mal wieder raus. Macht's gut. Ciao.